Hallo, hört ihr mich? Ja. Ja! Wir sind tatsächlich absolut auf einer Augenhöhe heute in der Aufnahme, weil ich auch, also ich habe keinen Plan. Double Dash habe ich viel gespielt auf dem Gamecube. Frederik ist in der Mario Kart. Danke nochmal, dass du beim Schrottwichtel mitgemacht hast. Ja, gerne. Ich bin extra hier auch in Uniform. Habe ich extra hier waschen. Nein, wir haben schon ein Bett gesehen. Ne? Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mal, nur um euch da die Erwartungshaltung gerade zu rücken, ich wüsste jetzt nicht mal, wie ich ins Switch-Hauptmenü komme. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich bin im Mario Kart-Hauptmenü. Rennen starten. So, mit welchem Knopf drückt man nochmal die Extras ab? Mit links oben? ZL. Ist für Extras und ZR ist fürs Hüpfen. Hüpfen? Oh. Ja, für Drift. Und so. Okay. Ja, ja. Ja, scheiße. Ich glaube, ich werde... Ja, jetzt kann ich eine Map auswählen. Genau. Ja, das ist ja jetzt auch inzwischen alles eine halbe Achterbahn irgendwie. Jeder wählt was aus und dann wird da so lotteriemäßig. Super. Wo ist denn diese Yoshi-Piste? Die ist sehr basic. Irgendwas, was einfach aussieht. Ja. Oh, jetzt mit Countdown. Da. Oh. Sehr gut, ich hab sie. Frederik, drück was. Hey, Frederik, hast du so eine Home. Hast du so Heimvorteil-Map oder? Regenbogen-Map? Das sind alle Heimvorteil, würde ich sagen. Okay. Oh, Frederik kennt sie alle auswendig. Der macht uns jetzt richtig nass. Oh, die Steinblock-Ruinen. Okay, wie gebe ich Gas? Ich hab mit A oder mit Y? Okay. Na gut. Oh ja. Okay, Abfahrt. Ey, jetzt, also ich finde, so früh müssen wir uns nicht rangeln. Okay. Ja, da klar will ich erstmal. Oh, die kenne ich von Tamina. Okay. So, weg mit dir. Wer war Mario? Ich war Mario. Ihr mit euren fiktiven Figuren. Das ist ja gar nicht so. Ja, wir natürlich hinter dir, also doofe Frage. Nein, oh Gott. Wo? Wer ihr? Ach shit, seid. Du hast mich genau vor dem Booster erwischt. Wie mache ich ein Item? Mit ZL, also die Zeigefinger-Linkstaste. Gut, danke dir. Jawohl, klar. Jetzt komme ich. So. Okay. Ah, nee. Oh, was? Ich hab irgendwas geschafft. Ich bin... Okay. Leichte Überforderung. Wer ist Wario? Icke. Ja, dachte ich mir schon. Passt mit den roten Dingern auf. Oh, das ist gefährlich hier. Habt ihr mal ein echte Kart gefahren? Ich nur einmal. Jawohl. Hm? Ja. Jawohl. Aber hat mich irgendwie jetzt nicht sonderlich abgeholt, muss ich sagen. Ja, so. Als Teenager auch. War das schon geil irgendwie. Ja, okay. So vor dem Führerschein. Aber so eine halbe Stunde, das ist dann schon echt anstrengend. Und dann brauchst du mich jetzt auch nicht mehr. Aber so 10 Minuten mal irgendwie mal. So, ich zieh mal vorbei. Aua! Oh. Toll, das können wir jetzt noch zweimal so machen, das ist so bescheuert. Der versaut da den zweiten Platz. Der hat da seine drei roten Panzer und jeder, der vorbeifährt, naja. Ja, jetzt bin ich Vierter. Ist doch scheiße, Leute. Kannst du ja nachher im Edit noch fixen oder so. Ja. Machst du noch einfach noch Frederik, Stille, du schickst du mir dein Gameplay, ne? Nimm's ja auch auf. Das Schneiden war dann bei mir unter. Na. Ja, jetzt muss aber noch was drin sein. Hier so eine... Ja, die Kanone, die ist doch super. So, ich räume mich jetzt mal zur Seite. Ciao. Ach, schade, nicht... Ihr prügelt euch aber ganz gut da hinten irgendwie. Ja. So, ja, doppelt hält besser. Ja, wir machen hier ein interessantes Rennen unter uns aus. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, bei der nächsten Runde bleibe ich mal so ein bisschen letzter werden. Aber ich glaube, dadurch erhöhst du auch immer weiter den Abstand, weil wir uns die ganze Zeit untereinander kabbeln. Ja, irgendwie. Passiert da vorne halt nichts. Oh Gott. Oh. Okay, Abfahrt. Das ist mehr so Time Trial. Boah, es ist so. Hier echt eine ganz knappe Geschichte mit uns. Ah, drin. So geht's springen. Super. Ja, da und bin ich doch astrein Zweiter und damit eigentlich auch Sieger, sind wir ehrlich. So, ja, entspannt. Ja, schöne drei Punkte, nehme ich mit, ne?
Ja, also Frederik, ich weiß nicht, macht dir das Spaß? Ich habe ja gedacht, nächstes Mal gucke ich aber, dass wir bei euch ein bisschen mitprügeln irgendwie. Das ja, ist, ja. Okay, da, aber es war ein gutes Warmspiel. Ja. Alter Schwede. Das Gemeine ist, dass Frederik hat mich aus der Schlägerei rausgezogen. Ja, genau. Wer war das mit den roten Panzer auf dem Motorrad? Ich. Warst du, Markus? Ja. Du hast die ganze Nummer, Frederik, erst ermöglicht. Jeder, der vorbei wollte, hat einen roten Panzer abbekommen. Ja. Jetzt hat er ja eine Krone auf. Das ist ja, jetzt wird einem das hier unter die Nase gerieben, ne? Ja, so ein bisschen Freddie Mercury-mäßig. Ich hab gesehen, einer meiner Redakteure hat euch ja auch alle geaddet und so auf Switch. Und irgendwer von euch, er wusste jetzt nicht wer, wegen auch euren Nicknamen hier, irgendwer hat irgendwie auf der Switch über 400 Stunden in Diablo 2 Resurrected. Das war ordentlich. Ich sag mal, ich bin da auch nicht weit von weg, weil wenn ich es gespielt habe, dann habe ich es eigentlich auf der Switch gespielt. Okay. Ist das so, wird der Spielstand übernommen für die, also wenn man dann auf PC wechselt, ist der Spielstand dann quasi auch da? Die Online-Spiele ja. Echt? Okay. Das ist Cross-Plattform. Das ist ja hier geht's ja. Die Metal-Runde hier. Ja. So, haben wir gebattelt hier. Ihr seid gerade nicht auf Tour, oder? Nee, ab April wieder. Ab April, aha. Stimmt, das ist dann die ihr ja eigentlich zum neuen Album machen wolltet, ne? Genau. Weil ihr hattet ja jetzt nur die durch Corona tausendmal gedingste Jubiläumsshow, ne? Oder Tour. Ja, genau, das war die. Die hattet ihr ja erstmal nachgeholt, ja stimmt. Genau, jetzt haben wir Fabiont und dann war natürlich auch alles so ziemlich begrenzt auf Deutschland und umliegende Länder. Und jetzt kommen wir endlich mal wieder raus. Jetzt geht's mal wieder nach Brasilien und so. Ja, geil. Wie zufrieden seid ihr mit dem neuen Album? Sehr. Also, ja. Nice. Von den Reviews her kann man nur sagen, ist ziemlich abgegangen, das Ding. Ja, geil. Ist doch cool. Ja. Ich bin Erster. Was passiert hier? Frederik, also, willst du es bieten lassen, oder? Ich versuch gerade dran zu kommen, dass ich dich wegbomben kann mit der. Mit ja. Warte mal. Versuch das mal weiter. Kriegst du gleich. Moment. Oh Gott. Ja, hier geht's heiß her. Also, du bist ja wirklich hautnah an mir dran. Das ist ja unangenehm, Frederik. Aber pass mal auf. Ja, du weißt. Oh Gott. Ja, aber nicht getroffen. Nee? Bist du in einem Kinderwagen mit Wario? Das ist so eine, das ist so eine, das Bowser-Schiff, sein Luftschiff. Als Kart. Ach so, aber so in Mini oder wie? Bowser Junior? Ja, genau, ja, dass dann der fette Wario da auch noch reinpasst irgendwie. Halt. Ja, eben. Wie springe ich? ZR, das ist der rechte Zeigefinger. Okay. Und dann also Drift. Über dem Driften, ja. Genau, du kannst dann immer, ich ziehe immer in die Kurve. Moment, rein und dann kurz raus und dann wieder rein. Also immer. Ja. Genau. Immer rein und dann kurz raus, wieder rein, kurz raus, wieder rein. Und dann hast du. Aha. Dann baut sich dann dieser Booster so auf. Okay. Gut. Und ansonsten. So, wo bist du? Bei jeder Kackerhebung, bei jeder Rampe, die du mitnimmst, immer springen, dann kriegst du im richtigen Moment so einen Booster. Ja. So, kriegst du erstmal einen roten Panzer. Kam der an? Ja, ich hatte so eine Bananenschale am Arsch. Also insofern. Ah, ist ja unzufriedenstellend. Kam halt schon an, ja. Na gut. Also an dem Panzer ist nichts auszusetzen. Na gut. Schwierig. Alter Schwede. Ja, ich hab mal ganz kurz Erstplatzluft geschnuppert. Aber auch nur ganz kurz. Du hast den ganzen Vormittag geübt, ich habe das gesehen. Double Dash habe ich viel gespielt, ja. Oh ja. Aber habt ihr Double Dash gespielt? GameCube? Ja. Seid ihr da? Ich habe alle Mario Karts gespielt seit dem Super Nintendo. Krass. Ich sehe, dass ich dein Shirt erkennen kann. Frederik, wir haben die gleiche Strecke gewählt.
Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich hier wählen soll. Gibt es hier irgendwie, also ich erkenne auch kaum Maps, die irgendwie aus einem anderen Teil. Doch, hier Sorbeland, ja. Genau, du musst immer die untere. Die untere Reihe sind immer die nostalgischen Runden. Ah, okay. Von älteren Versionen. Okay. Und dann gibt es ja auch diese, falls ihr diese Updates habt, diese Booster-Pass-Dinger. Remakes dabei. Ja, also meine Freundin zockt das super viel. Die meint, es gibt jetzt auch eine Berlin-Map und so. Ja. Krass. Ja, ey, die müssen wir doch eigentlich mal fahren. Ja, gerne. Sagst du mir gerade, wo du gerade bist? Ja, nicht Berlin. Spandau ist nicht Berlin, das musst du dir merken. Das ja, ist du, hier, kommt nicht gut an, wenn du das sagst. Nee, du, so genau weißt du es ja auch gar nicht. So, Mordred. Oh Gott, der hat einen roten Panzer. Nimm ihn, nimm Frederik. Oh, warum denn uns zwei und Frederik nicht? Ach. Komm, ich mach. Das ist doch Sabotage. Aber die Map ist auch cool. Die kenne ich auch noch vom GameCube. Ja. Oh, den Muffi, der kriegt jetzt mal richtig eine. Richtig. Oh ja, ich hab's gesehen. Nein. Oh, kam die denn her? Ciao. Bananenschale aus dem Nichts. So. Oh Gott, hier sind Wasserlöcher oder so. So, du kriegst erstmal einen roten Panzer da vorne ab, André. Ciao. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Hör mit der Banane auf. Auf den vierten. Oh, unglaublich. Echt, Markus. Das hat ein sehr jetzt. Enges Feld, was soll man sagen? Ja, ja, ja. Ach. Ja, was hast du denn für einen geilen Helm auf, Markus? Mein Wikinger-Helm. Was ist denn das für ein Amiibo? Oh, jetzt komme ich. Pass mal auf. Markus. Was denn? Was hast du für ein Amiibo an? Ja. Was ist das für ein Helm? So ein Iroh-Helm? Frag mich, das ist irgendein Outfit, was ich irgendwann mal freigespielt habe. Ja, mit dem Amiibo. Ja, ja, sagen wir freigespielt, ne? Das du kaufst das doch bestimmt. So. So, ich bin wieder dran. Kleines Comeback. Jawohl. Also, das finde ich jetzt auch frech, Markus. Das war meine doppelte Box hier. Ja, das war meine Banane. Ciao. So. Das war Karma. So. Das ist ja schon wieder. Jawohl, räum ihn ab. Sehr gut. Aber nein, das war ja Frederik. Jetzt gewinnt er wieder. Nee, eine Runde haben wir noch. Hinterher, oh mein Gott. Du in deinen komischen Einkaufswagen da, wirklich. Dir muss mal einer das Handwerk dingsen. So, jetzt kommt erstmal ein roter. Bam. Ey! Wow, oh eine Dings und du bist auf dem vierten. Ich bin völlig scheiß. Oh ein scheiß Kaktus und du bist auf dem vierten. Ja. Ey, ja. So, jetzt wird ein bisschen geschwitzt, Freunde. Ja, habe ich nochmal eine Marke aus einer Kiste gezogen. Das ist natürlich super. Ist auch wichtig, die Münzen einzusammeln, oder? Machen die ja nicht schneller ja, oder so? Die Münzen sind ja. Ganz wichtig. Oh, Feier! Wer hat denn mir jetzt einen roten reingedrückt? Ja, Frederik schiebt an. Naja. Wenn der Traktor mal läuft hier. Jetzt bin ich halt Letzter. Oh, das lief gerade so gut. Oh weh. Das wird nichts mehr, Leute. Oh, ich will einmal vor Frederik sein. Markus macht's. Yes. Ja. Das ja, ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Kann ich leben. Da war nichts mehr zu holen. Das verändert das komplett. Ich bin overall jetzt Dichter. Ich bin Letzter. Es darf nicht sein. Ich bin auch vollkommen fassungslos gerade. Man ist aber auch immer so emotional invested, wenn es dann. Okay, ich stimme nochmal für so B-Land hier. Zack. Ja, lass mal. Ich geh mal für Berlin hier. Komm. Mm. Wie Berlin, ja. Weißt du? Aha. Und was ist das ganz rechts? Mordor? Genau. Also, oder? Was? Sieht so jawohl. Aus. Ja. So, das ist jetzt my time to shine. Was ist das hier? Ja, ja. Gibt es hier so einen perfekten Start oder so? Dass man irgendwie. Ja. Und zwar, wenn du genau bei 2 oder auch kurz nach der 2 drückst. Okay. Kriegst du deinen Superstart.
Oh, scheiße. Fängt ja schon wieder echt gut an. Ja, ja. Wer die denn? Jetzt den nicht entkommen lassen, Jungs. Wir müssen mal kurz zusammenarbeiten. Ja, ich hab ihn. Scheißdreck. Was ist das? Ich hab einen Bumerang, glaube ich. Aber ist auch eine Pflanze. Oh Gott, pass mit dem Ding auf. Boah, ich fahr voll in die Scheißbombe rein, ey. Darf doch nicht sein. Boah, scheiße. Ich krieg die Tür nicht zu. So. Nein! Ach du, Mensch, da... Wir sind ja noch nicht so dicke, aber da hätte ich jetzt fast du miese Sau gesagt, naja. Ich muss mich auch schon schwer zurückhalten. Wenn wir hier mit, ich spiele halt hier regelmäßig. Jetzt mit hör auf hier zu rangeln. Und da wird dann auch immer derbe geflucht. Also ja, lass es raus. Embrace it. Meinen keuschen Lippen. Also du hörst jetzt mal auf hier, André. Ja, das ist gottesgerecht, sag ich da. Nee, jetzt kriegst du den. So. Ach nee, das war ja Markus auf dem Motorrad. Ja. Ja, aber ich bin rausgeflogen. Da habe ich den falschen hier auf dem Kieker. So. Ah, und... Oh nee, der hat einen roten, ich will gar nicht. Nimm ihn! Zwischen euch durchgeballert. Ja, ja, das war irgendwie... Das hat nur so gezählt, als wärst du Erster oder so. Ich weiß nicht. Aber jetzt ist... Ja, so, der kriegt jetzt einen rein. Passt mal auf, Freunde. Nee, hat er nicht. Was? Geschildet, wie das so schön heißt. Das ist doch nicht wahr. Ja. Freunde, ich habe alles gemacht. Scheiße. Huppala. Das war nicht Berlin jetzt, oder? Hier die Strecke. Das ist, jetzt das so ist Berlin, klar. Berlin im Schnee dann. Berlin mit hohen Heizkosten, die nicht bezahlt wurden. Richtig. Boah. Nein, jetzt gib mir doch bitte keinen roten. Ich bin doch... Okay, irgendwie... Irgendwas hat den aufgehalten. Ja. So, ciao. Ja, ob Grüner auch was kann. Oh, scheiße, da war er voll daneben. Ah, der kommt vielleicht wieder? Ja, aber dann gegen einen selber. Kennt man ja schon. Oh, shit. Es gibt doch so ein Rammmanöver, oder? Dass man so, wenn man zweimal zu einer Seite drückt? Nee. Das habe ich mir eingebildet. Geh mit der Banane weg. F-Zero meinst du? Aber was hier ist so, ja. Windschatten. Du kannst im Windschatten von jemandem fahren und dann kriegst du so einen Booster. Das habe ich schon gemerkt. Jetzt überholst du mich kurz vor Ende in der letzten Runde. Das ist doch Arsch. Ja. Eieiei. Naja. Du hast aber 4 Rounds gehabt, oder? Ja. Ja, doch, das waren 4. Das ist die erste Wertung, ne? Naja. Silber, ne? Immerhin Treppchen. Aber also, ja. Wir haben eine spannende Kiste draus gemacht. Einer nicht, aber gut. Muss mal gucken, ne? Ich glaube, mit Markus hat sich wieder die Kamera aufgehangen. Der spielt jedenfalls gerade oder er ist nur in der Runde. Sehr konzentriert in den Pausen. Er ist sehr konzentriert in den Pausen. Ja, ich auch. Er sammelt seine Kraft für die nächste. Also hören tun wir dich, aber vielleicht nur einmal kurz raus und wieder reinjoinen oder so. Ja, top. Oh, ich drück schon wieder viel zu fest auf den Knopf. Das geht mir immer bei diesem Beat'em-Ups so. Schon wieder feuerrot. Ja, ja. Das habe ich immer bei Beat'em-Ups. Ich glaube, wenn man so... Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich kenne das Problem. Ja, man denkt, man kann auch so ein bisschen mehr Gas rausholen, wenn man fest drückt. Ja, direkt so am Nagelrand, der wird dann schön reingequetscht. Ja, und immer, dass man so durch mit dem Daumen, ne, wenn er so unten schon wieder rauskommt. Sollen wir den nächsten Cup angehen? Ja, gerne. Also Berlin hätte ich Bock. Ja, logisch. Dann ich wähle es. Ich glaube, ich kann nur nicht. Kann man sich dann einfach enthalten? Und wenn man nichts auswählt? Nee, du machst dann Zufall. Wenn du nichts auswählst, dann hast du ein Fragezeichen, dann wird irgendwas zufällig gewählt. Aber du könntest ja Berlin, wenn du das letzte Update von diesem Boosterpass hast, das ist in dem allerletzten Cup, der neu dazugekommen ist. Habe ich leider nicht. Hol uns mal in diese Berlin-Nummer rein. Kannst du das nicht auswählen? Ich kann es nicht forcieren, aber ich wähle es jetzt halt immer an. Und alle, die es haben, können es auch anwählen. Dann, okay. Hat man natürlich die höhere Wahrscheinlichkeit dafür. Okay. In welchem Ding ist das drin? Weißt du das? Bei dem Mond. Bei den Extra-Runden, bei den Streckenpässen und dann der Mond, der allerletzte. Und dann der erste Cup vom Mond. Ah, okay. Ich hab's auch. Ah, echt? Krass. Ah, nee, hab ich nicht. Ich hab's nicht.
Oh, eine schöne Chance. Ah, doch. Ovario, doch, wie klein. Doch, du hast doppelte Chance. So, jetzt schauen wir mal. Egal. 75% würde ich mal sagen, die Chance. Und. Hey. Jawohl. Ja, ich mir die Mühe gar nicht machen müssen, wenn du das eh gewinnst. Ja. Ja, aber das ist eine neue Map. Vielleicht haben wir da bessere Chancen gegen ja, Erik, weil der konnte ihn noch nicht so viel practicen. Ja, ja. Hat wahrscheinlich die letzten Wochen nicht geschlafen, weil er nur die neuen Maps gespielt hat. Ja, ja. Okay, also Freunde, das hier ist das Berliner Brandenburger Tor. Ja, genau. Das da vorne ist die Siegessäule. Mit dem Obelisken von Paris. Ja. Spawner ist der Frederik. Wohl. Oh ja! Ja, der ist sogar vom Gas gegangen, das hat man noch gemerkt. Ah, so. Scheiße, das sah so aus, als würde es da lang gehen. Das ändert sich, glaube ich, auch. Da ändert sich die Streckenführung auf jede Runde. Das ist echt cool. Also, insofern ganz nett, weil man halt jedes Mal woanders lang fährt. Jetzt bin ich bei der U-Bahn. Durch die Metro. Wo bin ich denn jetzt hingekommen? Scheiße. Boah. Oh weh. Bin ich aber abgeschlagen. Ah, ne, jetzt kriegst du den. So. War das mal eine hämische Lache, oder? Nee, jetzt Markus, du mit deinem scheiß Motorrad schon wieder. Jetzt reicht's aber. Der zieht da einfach vorbei. Jetzt pass mal auf. Ich bin mit dem Pilz genau eine Banane. Guten Tag. Guten Tag. Leute, der zieht davon. Das ist aber auch so ein bisschen das Setting, also die Skillung ist ja in weichen Bereichen sozusagen auch hier möglich bei diesem Spiel, dass man mit seinem Gefährt und seinem Fahrer entsprechend, Vorteile hat. Nee, jetzt, André, du bleibst jetzt mal dahin, bitte. So, jetzt pass mal auf. Jetzt wird geshootet. Ja! Oh. Feuer im Arsch. Nee, Ey, was ist das? Eine Blume? Ja, gut. Das ist die Blume. André, ich hab Hunger. Oh, ich mach spontan im Wagen rein. Aber die macht nicht, was ich will. Ach, die sammeln Münzen oder was? Jetzt komm, schnapp nochmal zu. Ja, die geil. Achso, die Piranha, die ist super geil, finde ich auch. Die ist cool. Die macht dich schneller und sammelt alles ein und snackt die anderen auch noch unterwegs. Also Markus macht, glaube ich, bei der Map keine Gefangenen. Der zieht durch. Scheiße, die Berliner Mauer hat mich gerade platt gemacht. Hier hat Case Freaks ein Musikvideo gemacht. 1 Million. Du bist da in die Bombe gefahren. Das war ich. Ich finde das auch unverdient. So. Aber jetzt hier über die Treppen ist doch auch... Naja. Wie man es halt so macht als Berliner, oder? Ja, ja, das stimmt. So. Dachte ich gerade mal... hab ich immer noch, okay. Oh nein! Nein, nimm ihn! Ja! Wo lang? André, Markus weiß nicht, wo lang! Gerade jetzt zieh ich durch! Vor. Letzte Runde! Ja! Oh, das darf wahr sein. Ihr seid eine Haareslänge vor mir und ich bin wieder Letzter. Das kann doch nicht sein. Irgendwer hat mir einen roten... gescannt, oder? Das ist der Bowser-Helm. Was denn? Vermutlich. Boah, war das knapp, ey. Markus ist sichtlich geschockt. Ey, wir sind alle in derselben Sekunde durchgekommen. Markus hat seine sprichwörtliche Ruhe aufgegeben hier in seinem Bild gerade. Ja, aber ich bin schon wieder aus dem Spiel geflogen. Aus dem Spiel auch. Aus dem Spiel auch, scheiße. Warst du schlecht, deswegen. Da hast du das Ende gar nicht mitbekommen? Doch. Okay, das ist gut. Sag bloß, der ist jetzt als Autopilot durch die Ziellinie gebrettert oder so. Der hat auch eine Blamage für uns. Es ging durchs Brandenburger Tor, aber ich glaube, Markus wollte rechts fahren, kurz vorm Ziel. Ich habe mich ganz stumpf verfahren. Können wir überhaupt starten ohne Markus jetzt? Schon wieder da. Achso, super. Dann nehme ich jetzt hier Hyrule-Piste. Oh, geil. Hyrule. Die finde ich zwar sehr schön, aber ich bin mit der nicht so eng befreundet. Oh, da kommt sie natürlich auch gleich. Ist ja klar. Mm. Die habe ich bei Smash Bros. Melee immer sehr viel gespielt, falls ihr das Spiel kennt. Ja. Mit meinem Zelda-Motorrad klare Vorteile haben eigentlich. Ja. Ja, eigentlich schon. Geil, dass man jetzt eben Kristalle einsammelt und nicht mehr die Mario-Münzen. Ach so.
nächste Mal drauf achten. Nein, das Rennen geht los, Wario zieht an mir vorbei und sagt, Wario. So richtig einen reindrücken. Ja, das ist jetzt hier aber auch eine Rangelei, weiß ich nicht. Ihr seid immer so stürmisch. Oh. Ich muss abwarten. Oh nein. Hey. Also ich weiß nicht. Aber vielleicht anderes Thema. Zockt ihr viel Dragonflight gerade? Ja. Also okay, weil, ne, wir hatten ja darüber gesprochen. Bin ich voll am Suchen. Geil. Vielleicht auch für die Zuschauenden. Wir hatten Backstage ein bisschen gesprochen, als die Jungs hier in Berlin waren, dass ihr ja richtig harte WoW-Suchtis seid. Ja. Also die einen mehr, der Hansi weniger, sag ich mal so. Und gerade auch zu der Classic-Zeit und Burning Crusade und dann bei Wrath of the Lich King irgendwie, dass ihr Auftritt hattet. Aber da ging gerade Wrath of the Lich King los und ihr habt Backstage gezockt und wurdet auf die Bühne. Irgendwie sowas, vielleicht erzählt ihr mal selber. Wollten ja nicht auf die Bühne. Das war es musste sich... wir haben noch Worldbosse gemacht und die Show musste sich dann doch ein paar Minuten verzögern. Weil wir noch im Raid waren. Ja, Prioritäten. Ja. Und tschüss. Oh, das war aber frech. Also ich glaube, es war eine Viertelstunde oder so. Es hielt sich also im Rahmen, vergleicht man das mal mit Guns N' Roses, wo es 3 Stunden dauert, bis der mal auf die Bühne kommt. Ach echt? Finde ich, ist das legitim. Okay, ja, Viertelstunde. Die Computertechnik hat noch nicht so ganz mitgespielt. Und irgendwie, was hattet ihr noch erzählt? Ich glaube, bei Frederik, dass du irgendwie auch Beamer auf Tour mitnimmst mit der Switch und so? Oh shit. Ja, wie schon eben demonstriert, also ich bin großer Freund der Projektoren und habe einen kleinen Projektor dabei. Dann gerade sowas wie hier Mario Kart oder so, da kann man immer mal Leute finden, die mal schnell mit einem irgendwie zocken oder so. Und dann ist das stimmt. Auf einem Pupsi-Bildschirm nicht so witzig. Da hat man dann immer so ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, Spaß. Und ich finde so, André, schau. Hat mehr Bock, wenn du einen ordentlichen Bildschirm hast. Ja. Schön ist auch, wenn Leute am Backstage vorbeigehen und sehen, dass Frederik da so ein Zeugs aufbaut. Da sind die Blicke immer sehr schön. Oh shit, da habe ich gerade Mist gebaut. Naja. Also, gut, ich habe eigentlich eben schon in der Berlin-Map alles erreicht. Ich war vor Frederik. Ab jetzt ist mir eigentlich auch alles... Aua, ja, komm, hau mir eine rein. Ja, du auch noch. Ja, geh doch, kommt doch jetzt alle vorbei. So. Tagungsfehler. Frederik, ich sehe nur, dass deine Kiste langsam wird. Und jetzt stehen wir hier, oder was? Was denn? Ja, das Spiel ist abgebrochen. Echt? Ah, du hast Disconnect. Ich bin rausgeflogen. Also bei mir lief's noch, aber jetzt glaube ich auch nicht mehr dann offensichtlich. Oh, das ist unsere Show. Dann den viel besungenen... Ja, ja. Markus hat übernommen. Echt? Mit eisigem Blick. Mit eisigem Blick hast du die Kontrolle dieser Konsole übernommen. Okay, gleiche Konditionen wie eben. Jo. Und Vollgas. Aber ist echt so, ne? Mario Kart geht irgendwie immer. Also so jeder weiß, was zu tun ist. Ne? Ja, halt. Rennfahren. Da finde ich auch Bomberman auch ein sehr geiles Spiel, was das angeht. Da kannst du Bomberman ist auch cool, ja. Ewigkeiten zocken und musst auch nichts groß erklären und irgendwie hat man immer Spaß. Bomberman ist ein großartiges Boost-Spiel. So auf Tour im Nightliner Bomberman ist schöner Zeitvertreib. Ich habe jetzt zu Weihnachten Steam Deck geschenkt bekommen von meiner Freundin. Das ist nice. So, alle Steam-Spiele komplett flüssig auf dem Steam Deck. Also quasi alles, was man mit Controller spielen kann, ist da drauf total mindblowing. So auch so ein GTA 5 läuft da ohne Probleme drauf oder so. Nicht ist halt richtig cool. Ja. Switch kommt ja manchmal so ein bisschen an technische Grenzen, sag ich mal. Jo. Bei den komplexeren Grafikspielen. Die sollen mal eine Konsolenversion von WoW machen, dann bin ich dabei. Jo. Ja, war nicht... Enjoy it, glaube ich. Was ist das jetzt für eine Map? Ich habe gar nicht aufgepasst. Das ist die Hafenstadt. Die ist, glaube ich, vom DS mal gewesen. Aha. Ja, die kenne ich auch. Ich kenne das alles von meiner Freundin. Die so ein bisschen San Francisco angelehnt. Da gibt es auch diese Pass gleich und so. Und dieser Hügel darunter. Also das ist schon sehr San Francisco-Style. Und auch so am Hafen mit der
Freiheitsstatue, das natürlich Prinzessin Peach ist. Ist ja klar. Aha. Ja, ich kannte nur die Map Daisy Dampfer. Ist halt wieder GameCube. Oh ja. Auch cool. Aber dass die mit dem neuen Streckenpass die ganzen Strecken nachliefern, finde ich schon sehr geil. Ja. Ey, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Strecken wir jetzt mittlerweile dann sind. Ah, nee. Wenn man alle hat, sind es glaube ich 96 oder so. Also das ist schon sehr. Kann man hier lang? Oh ja. Oh Gott, jetzt habe ich auch Zeit verloren. Oh Gott, das war eine Katastrophe. Aber man kann da lang, ja. Ja, ja. Jawohl, jetzt läuft's so. André! Ihr habt recht, jetzt Ruhe! Bist du wenigstens runter? Nee, du bist nicht runter. Ich bin runter. Scheiße. Oh! Das war nicht cool. Also irgendwer hat gerade einen grünen Panzer dahin geballert. Ich. Und ich komme direkt um die Kurve und es wart um mich hier stehen. Ich sag, wie es ist. Der Blick in den Rückspiegel hilft manchmal. Ja, Komm jetzt her, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Geh da einfach her. So, jetzt. Nein! Ich bin Dritter und krieg vom vierten roten Panzer. Das kann nicht. Also. Kriegst noch mehr. Nein! Ja, und dann überholst du mich nicht mal. Also, das ist ja armselig, André. Das ist. Nein, jetzt kommt er mit dem Stern. Scheiße! Oh, aui! Also, ich glaube, es soll nicht so sein, dass. Oh, jetzt aber, pass mal auf, wenn ich von oben runterkomme. Jetzt kommt Johnny! Oh nee, verdammt vorbei! Retterweg mit seiner scheiß Banane hinten dran. Ja, und mit seiner roten, die er auch noch gebunkert hatte. Man nennt mich auch einen Bunkersau. Nee. Ist das ein blauer Panzer? Ja. Dann schieß los, schieß los! Was macht denn der? Der geht nur auf den ersten. Okay, dann lass ihn Markus reinfahren. Jetzt zieh ich vorbei! Das war strategisch unklug. Nein, oh, was mach ich denn? Super, Ray. Oh, nein! Nein! Ach, komm! Das ist... Was ist denn da los gewesen? Oh, oh Gott. Ich hab mich immerhin auf den zweiten vorgearbeitet. Ich sehe das 200 Meter von hinten, dass er einen blauen Panzer in der Hand hat. Ist das ein blauer Panzer? Ja. Schieß! Ja, das Geile ist, ich habe dann extra gebremst, um den Markus ins offene Messer laufen zu lassen, aber hat trotzdem natürlich mich erwischt. Und dann war ich ganz hinten und dann ja, war es dann ganz heiß noch auf der Ziellinie. Ja, sagen wir, es war ganz heiß. Ich sag, es war für mich erniedrigend. Das war... Naja. So, Markus auf den ersten. Zero, geil, hab ich jetzt Bock. F-Zero Round. Zero? Oh. Oh, F-Zero Map? Ja. Ja, da hab ich auch Bock. Und? Gibt's zwei Stunden, glaube ich. Diese hier und, also Big Blue gibt's und den Mute City. Cool. Ja. Mit Originalmusik und so. Sehr schön. Die war schon immer gut. Bei F-Zero. Es ist halt cool, wenn die so das ganze Nintendo-Universum halt gut so... Ja. Das hatten die ja auch mit Heroes of the Storm bei Blizzard gemacht. Das fand ich auch ganz cool. Dass sie da aus allen Universen, die sie aufgebaut haben, ob StarCraft oder WarCraft und so weiter, sie da die Charaktere reingeholt haben. So. Ich fand das damals schon sensationell, dass du bei der... Bei der N64-Version von F-Zero hatten die schon schöne Double-Bass-Metal-Songs irgendwie, wo echt Double-Bass drunter gelaufen ist. Okay. Habt ihr jetzt, wie hieß nochmal dieser Shooter, der rauskam, nur mit Metal-Tracks? Wie hieß der nochmal? Ja, es kam so ein Shooter raus, der war so ein bisschen wie Doom. Ja. Habe ich auch viele Videos zugemacht, mir fällt gerade der Name nicht ein. Und da haben ganz viele Bands mit kooperiert, sag ich mal. Die haben da extra für Tracks geschrieben. Ist das dieses Brutal Legend oder wie das heißt? Ja, nee. Oh mein Gott, ich komme gerade nicht auf den Namen. Schicke ich euch. Da könnt ihr mal reinschauen.
Frederik. Ratte. Ich komme nicht auf den Namen. Naja. Ja, dann fahren wir weiter Mario Kart. Kommt gleich noch. Ach, scheiße. Ich weiß gar nicht, wo lang. Das ist hier. Aha. Oh Gott. Das war perfekt. Aber du kriegst noch einen roten. Ja, danke schön. Danke schön. Oh, ihr habt da Geld liegen lassen. Hier sind Rampen-Arie in der Mitte. Und noch ein. Viel Spaß. Ja, da habe ich auch. Oh, nee. Naja, dann noch ein. Ja, okay, da habe ich jetzt nichts mehr. Ich fand das geil früher beim Endspiel. Konnte man mit dieser nur kurz bremsen, wenn man über so eine Bananenschale gefahren ist, und dann gleich wieder Gas geben, dann hat man so eine Note über dem Kopf gehabt und konnte das dann sozusagen durch Skills sozusagen ausgleichen, wenn man abgeschossen wurde. Das fand ich ganz geil. Aha. Das sollten sie mal wieder reinbringen. Ja. Bin ich denn jetzt Vierter? Wo kam der denn her? Ja, der kam aus einer anderen Dimension. Der hat richtig geschallert. So. Und so. Oh, 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 und so. Oh, oh. Und so. Wie kann ich das so nach hinten an mein Kart dran machen, die Banane? Einfach den Finger gedrückt halten. Ah ja! Oh nein, shit! Ach, ich muss die ganze Zeit das gedrückt halten? Ja, genau. Jetzt geht's hier durch das Ding. Ja, oh, durch Gott. Die Oper wieder zurück. Wir sind durch die Oper, glaube ich, rausgefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt fahren wir wieder rein. So, jetzt läuft's aber. Boah, ja, kacke. Ey. Kacke, kacke. Ja! Kacke. Ich hab gar nicht gecheckt, dass das letzte Runde war. Ja, das war's. Bringt das eigentlich was länger zu fliegen? Oh. Bei den Flugleitdingern was schneller zu landen? Das darf nicht wahr sein. Ich finde es schneller zu landen. Aber ja, also ist auch mein Eindruck. Auch Dinge, wo du was abkürzen kannst in der Landschaft. Aber ich glaube, empfinde es, dass es schneller ist, wenn man am Boden fährt. Ja. Ich wollte gerade auch sagen, ich habe jetzt noch nicht viel Erfahrungswert, aber es wirkt für mich auch so. So, ich gehe mal auf für die F-Zero-Map. Die ist beim Yoshi eine. Ja, glaube. Da ist eine und wo ist die andere? Keine Ahnung. Ja, beim Glockencup. Markus, was machen wir da? Durch die andere. Auf ein neues. Was ist das? Das sieht im Hintergrund abenteuerlich aus. Das sieht futuristisch aus. Ach, cool. Ich glaube, die geht auch nur, das ist, glaube ich, nur eine Strecke. Also du fährst immer weiter runter. Das ist kein Rundkurs. Oh. Nur so drei Stationen. Oh, tatsächlich wie so eine Skipiste. Okay, Freunde. Jawohl, da wird sich schon behakt. Oh, ist echt die Mucke. Ist ja nice. Originalmusik, ne? Von Big Blue damals. Ja. Achso, hier, die Münzen kriegt man auch auf diesen Energiefeldern, ne? Wenn man da muss über die Energiefelder fahren, damit man die Münzen kriegt. Oh Gott! Meine Synapsen. Ah, jetzt bin ich auf dem roten Feld. Und volle Fahrt. Oh Gott. Jeez. Ja. Oh, jawohl. Aua! Ah! Nein, komm bitte. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Egal. Links und rechts die Energiefelder, da kann man Münzen sammeln. Okay. Auch sehr analog zu F-Zero. Nein, was ist denn da passiert? Oh weia. Ja, André. Oh Gott. Ja, ich musste die Dinger irgendwie loswerden. Ja, danke. Beste Entschuldigung. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich wusste nicht, wohin damit und du warst genau vor mir. Oh. So, jetzt kriegst du erstmal einen grünen. Oh, shit. Und blauen. Viel Spaß. Blauen? Oh, Mann. Ja. Ey, man muss ja auch immer hier richtig gucken, wie die Bahn verlaufen. Meine Fresse.
Wer schießt bitte von euch einen roten Panzer dahin? Das ist ja... Ich. Das ist einfach nur... Da muss man ja wirklich es haben, ne? Also... Das finde ich frech. Wir haben ja so interne Absprachen gehabt. Naja, ich merke es. So, jetzt zeige ich euch mal eine interne... Oh Gott, ich bin voll... Yay! Oh, das war ja eine Katastrophe. Es ist ja ein Hin und Her. Ich glaube, ich habe den anderen jetzt exakt hinter der Ziellinie erwischt. Oh, scheiße. Also da war ich jetzt gerade leicht überfordert bei der Bahn, muss ich zugeben. Mal London ich schon gemacht? Nee, ne? London? Ja. Nee, hat man nicht. Ich hatte das vorhin gewählt, aber kam nicht dran. Wir können ja auch das so ein bisschen absprechen. Dann gehe ich jetzt auch auf London, wenn du London machen möchtest. Ja, ich habe F-Zero interessant. Also, ich habe auch nur die ganzen Städte. Berlin, London, Sydney, Tokio jetzt gerade. Ich habe jetzt leider schon gewählt. Ich glaube, dann kann ich nicht mehr zurück. Ja, das ist eh bei den Extra-Strecken dabei, bei den Booster-Plattformen. Ah ja, stimmt, die habe ich ja gar nicht. Wieso hat der Mufi eine Krone auf? Was geht denn da? Ja, weil der Erster ist, ne? Das, Von nix kommt nix. Der einsame Punkt vorm Frederik. Schauen wir mal, wie lange noch. Ja, wahrscheinlich nicht. So, ich kenne die ersten 200 Meter. Ach, dann Fehler. Mussten Fehler wir neu... Datenübertragung, nicht jetzt! Leute. Okay, London wollen die nicht. Leute, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Aber du fährst trotzdem hier rum. Du bist jetzt ein Computer geworden. Du hast keinen Namen mehr. Du hast 30 Münzen gesammelt. Juhu! Bist du wirklich raus, ja? Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Und dafür bin ich rausgeflogen, oder was? Ja, ich glaube, es kam jetzt generell, weil du viel gespielt hast. Aber ja, andersrum, dass dir die Münzen immerhin noch gut geschrieben werden. Wobei, ich bin vorhin auch rausgeflogen und hatte dann neues Fahrzeugteil. Ich weiß nicht, ob man dann gekickt wird, wenn man die Münzen hat. Keine Ahnung. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Hm. Eigentlich naja, nicht. Dann fahren wir den Bums jetzt hier kurz zu Ende. Ich bin wieder dabei. Ach, echt? Ich komm wieder rein, ja. Ja, krass. Ja, der Bot hier macht Randale für dich. Oh Gott, nicht. Oh, aui. Du bist beim nächsten Rennen dabei, okay. Ah, okay, ah, du bist jetzt wieder in dem Ich bin jetzt Zuschauer. Ich darf jetzt, Ja, kannst du ja hier schön kommentieren, wie Frank Buschmann. Oder du erzählst was Schönes, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Also gerade eben. Oh shit, wo lang? Ja, du kriegst jetzt erstmal den. Zack. Hä? Frederik, du bist nur Dritter? Ja, ich hab. Was gesagt. Geht denn hier? So! Ja, ich habe mich ein bisschen übernommen mit dem Motorrad. Ach, ich muss die Banane schon eher aufbewahren. Jetzt kriege ich gleich wieder hin. Ja, ich wusste. Das ist. Also. Dann gucke ich nur nach rechts und die grinsen dann auch noch. Also. Sind die lila Reifen schnell, die du hast? Ich finde die gut, ja. So, jetzt wird zurückgeschossen ab 4. Noch besser sind eigentlich die ganz kleinen Reifen. Die sehen zwar unheimlich kacke aus, aber die, sind Ich finde die auch gut. Ich finde die auch gut, die kleinen gelben. Der Hund läuft hier rum. Ja. Das ist gefährlich, glaube ich. Ey, das kann nicht sein. Boah, der ist geplättet oder was? Jetzt sind hier keine Items. Nee, jetzt schiebt mich der Bot an. Ey! Ist ja nett, aber weiß ich nicht. Ah, kein Motor. Das ist... Oh Mann, das war doch getimed. Oh, jetzt aber enges Feld hier. Boah, wo kommt ihr jetzt? Der Bot! Nein! Das ist so. Der Bot Andres Rache. Hier, der fängt jetzt an, hier durchzudrehen, oder was? Ja, Andres Bot ist sauer. Oh Gott. Ja, der will's wirklich wissen. Nein, ich bin so blöd. Ja, schade, dass der in der Wertung nicht zählt. So, das ist Skandale, so. Ey. Jetzt kommt. Das war's. Ja. Boah, fett. Fünfter Platz. Der Bot hat's gut hingekriegt. Der Bot war dem Max zugeordnet, würde ich sagen. André, bist du Zweiter gewesen? Ach nee, doch. Ja, eigentlich. André wurde mal Zweiter, ist doch gut. Nicht schlecht. Geil.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wir hören voneinander. Bitte schickt mir nie wieder Scheißspiele. Das hat mich nämlich, da habe ich Trauma erlitten. Ja, auch an die Leute da draußen, checkt gerne mal Blind Guardian ab, haben jetzt noch relativ frisches Album rausgebracht, starten als die Tour zu und sind auch, wie ihr gemerkt habt, menschlich auf einem guten Level, ne? Also sympathische Leute. Ich verabschiede mich, habt noch einen schönen Tag. Tschüssi. Ja, vielen Dank, war super. Ciao. Ciao.